Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin auf dem Weg, mein Lupo abzuholen. Wir treffen jetzt mit dir. In 350 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Wir sind jetzt schon gleich da. Mit dir macht heute auf jeden Fall, also wird erstmal mit mir reden, was er alles gemacht hat, was für Probleme es gab. Und dann werde ich ihn zum ersten Mal fahren, weil der mit dir verratet mir nicht, wie viel PS wir jetzt zur Zeit haben. Aber gleich vieles mehr. Ne? Bis gleich. Ich bin bei Softwareoptimierung bei Willig. Ich bin bei Vidi hier persönlich. Grüß dich. Und ja, da ist der Imitator schon. So, bevor wir anfangen, muss ich ein, zwei Sachen sagen erstmal an dich. Erstens, Hammer, dass du dir so viel Mühe gibst, so viel machst. Du hast sehr viele Probleme damit. Und das wird nicht jeder machen. Das sage ich echt nicht jetzt wegen Werbung oder so. Das sage ich dir echt, weil du das so gemacht hast und ich sehe das ja. Er hat mir, ehrlich, ungelogen, zwischen 11 Uhr und 2 Uhr morgens immer Nachrichten geschickt. Jeden Tag. Und die hörten sich teilweise so an. Er ist die ganze Zeit bei dir an dein Auto dran. Ich bin voll kaputt. Irgendwas stimmt da nicht. Ich gucke nochmal nach, aber morgen sage ich dir mit. Jeden Tag. Bruder, Respekt dazu erstmal. Ehrlich. Ja, kein Problem. So, aber jetzt erzähl mal. Was hast du hier gemacht? Was gab es für Wehwehchen? Und ja. Ja, du hast ja gerade schon erzählt, es gab ein paar Probleme. Ja. Und zwar war das Hauptproblem erstmal, dass wir überhaupt keinen Ladedruck bekommen haben. Genau. Also Ladedruck war maximal 1,5 bar und die Luftmasse war in Relation auch relativ gering. Dann sind wir halt auf die Suche gegangen und haben dann auch eine Differenzdruckmessung gemacht. Ja. Also Ladedruck Vor- und Nachladeluftkühler. Yeah. Und haben festgestellt, dass also Vorladeluftkühler der Ladedruck bei etwa 1,5 bar war. Ja, das ist das hier. Also genau, auf der Eingangsseite yeah. war 1,5 bar und Nachladeluftkühler haben wir dann nur noch 0,7 bis 0,8 bar gemessen, also eine ganze Menge weniger. Das heißt also, die Luftmasse ist im Prinzip gar nicht da durchgekommen. Also ein kleiner Differenzdruck ist normal, aber auf jeden Fall nicht so hoch. Yeah. Und, ja. Dazu muss ich sagen mit dir, es war ein China-Ladeluftkühler, 60 Euro habe ich dafür bezahlt, ich weiß es nicht mehr genau, kann ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger sein. Ich dachte, beim Ladeluftkühler macht man nichts falsch, aber ich habe wieder was Neues dazu gelernt, weil das ist krass, das ist fast ein Bar hat ja, das Ding hier geklaut. Also der Ladeluftkühler ist auf jeden Fall richtig Schrott, ja. Der ist sein Geld nicht wert, das ist krass. Schade ums Alu. Schade ums Alu, genau. Ja, auf jeden Fall haben wir dazu einen lustigen Test gemacht, den ihr besser auch nicht nachmacht. Das ist nur zum Zweckzweck, ne? Zeige ich euch mal. Genau, wir zeigen das gleich. Und wir haben also das Rohr da reingesetzt, um einfach mal zu gucken oder eine Bestätigung zu haben, dass es wirklich daran liegt. Und tatsächlich, wir haben also jetzt zwar keine gekühlte Ladeluft mehr, ja, aber es war ja nur zum Testen, also wir haben jetzt auf jeden Fall keinen Differenzdruck mehr. Wir haben jetzt im Saugrohr, waren dann wesentlich höhere Ladedrucke möglich, also auch über 2 Bar, was vorher also gar nicht ging. Leistung ist natürlich trotzdem, also das Leistungsziel ist natürlich trotzdem nicht erreicht, ist natürlich klar, ohne Ladeluftkühlung wird das wohl nichts werden. Ja. Aber ist ja auch sehr, sehr interessant für Leute, die Probleme haben, dass sie ihren Ladedruck nicht erreichen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der irgendwie einen ähnlichen Ladekühler für 60 Euro kaufen will, das wird wahrscheinlich viel Sinn machen, ja. Weil ja, einfach nicht sein, also die Luftmasse geht halt nicht durch, ja. Also geht halt nicht in ausreichender Menge da durch, ohne Differenzdruck und ja, die Kühlleistung ist also auch nicht die beste. Das ist ja nur darum, man sieht das ja, da ist ja kaum Platz. Normalerweise müssen die ja dicker sein, die Kanäle. Die sind ja nicht so dick, wie das hier ist. Ne? Ja, die sind nicht nur, das heißt, der Kanal selber würde reichen, aber jetzt sind diese Lamellen, die da drin sind, halt noch relativ kreuz und quer und alle verbogen, genau. Und die blockieren im Prinzip den Kanal noch. Ja. Das heißt also, die bremsen einfach die Luftmasse. Ne? Du kannst ja auch nicht durchschauen. Ne? Nee, also das ist halt gar nichts. Ja. Die Kühlleistung ist auch nicht besonders gut. Also ich würde behaupten, der Serienladeluftkühler ist besser, obwohl der hier wesentlich größer ist. Und was würdest du dann jetzt, hau jetzt eine Werbung raus, was würdest du empfehlen? Was würdest du empfehlen den Jungs?
Weil das werde ich nie wieder machen. Definitiv nicht. Weil so langsam China, Turbo, China, Ladeluftkühler, also gehe ich so langsam weg davon. Ne? Also es gibt sicherlich auch Ladeluftkühler aus China, die man gebrauchen kann. Bestimmt keine Spitzenprodukte, aber zumindest brauchbare Modelle, die auch noch bezahlbar sind. Ja, meine Empfehlung wäre, also wer da richtig was Gutes haben will, Wagner hat also immer gute Sachen im Angebot, ist so meine Erfahrung. Ja, Wagner ist natürlich, ja. Ist natürlich auch, der Preis spielt natürlich auch eine Rolle und wenn man ein günstigeres Modell haben will, was aber immer noch gut ist, so meiner Erfahrung nach, also wesentlich besser als das zumindest, sind dann halt die Boost Products Ladeluftkühler. Also die du mir empfohlen hast, ne? Genau, die sind ganz okay, also die haben eine relativ gute Kühlleistung für das, also in Relation zu dem Preis halt gesehen. Ja. Und zumindest geht halt die Luftmasse dadurch. Ne? Das, ja. Ist, ja. Ja, das ist krass. Also ich hätte es nie gewusst. Also ganz ehrlich, ich war ja, du hast ja gesagt, da gibt es ein Problem. Wir haben nicht genug Luftmasse, kommt nicht an. Höchstwahrscheinlich dachte ich erstmal, dass der Turbo kaputt ist. Ich wollte echt einen Turbo holen. Ich habe schon geguckt, ich habe schon fast eine bestellt, weil das hätte ich gemacht. Und das hätte ja jeder andere Chipper hätte das ja gesagt, ey, nimm den Wagen mit, kontrolliere erstmal, dass die Luftmasse komplett kommt. Dann hätte ich echt einen Turbo eingebaut. Und dann hätte ich ihn wieder hingestellt, mit dem Ladeluftkühler. Und dann hätte ich geguckt und dann hätte man erst das gefunden. Deswegen Respekt an dich, dass du echt so gesucht hast und dann halt sofort gefunden hast. Das finde ich schon, also das ist ja nicht deine Aufgabe. Ne? Normalerweise stellen die Leute die Autos dahin. Ne? Ich habe es umgebaut, ich stelle ihn dahin. Du hast ja jetzt Besseres zu tun, als jetzt dem Auto die ganzen Fehler zu finden. Das machst du aber auch. Ne? Dass du echt mal hintust, dass du mal hier vielleicht mal einen Schlauch verbesserst. Das glaube ich auch. Also kann man ja auch einen Auftrag geben. Ne? Ja. Das ist natürlich, die meisten wollen das halt selber machen, aber manchmal macht es halt auch nicht wirklich Sinn, weil die es vielleicht auch gar nicht selber finden. Aber da muss ich nicht hier war jetzt eigentlich der Auftrag ein anderer. Das Auto sollte eigentlich nur abgestimmt werden. Nur abgestimmt werden, ja. Genau, aber das ist auch keine Seltenheit. Also ich sag mal, ich würde sogar behaupten, dass 90% der Autos, die hier stehen, also da musst du noch nicht sofort laufen. Ja. Ja. Es ist jetzt auch gar nicht so verwunderlich, weil in der Regel sind das ja frisch aufgebaute Autos. Das sind ja auch nicht alles Ingenieure, die das bauen. Ja. Und selbst wenn es welche wären, ist mit so einem Auto, ist nicht verwunderlich, dass das nicht auf Anhieb alles zu 100% funktioniert. Ja, das ist auch Respekt. Also ich muss ja echt Props geben, wie gesagt, dass du mich jeden Tag angeschrieben hast. Was habe ich dir gesagt, als ich das Auto abgegeben habe? Lass dir Zeit. Du hast dich sofort nach einem Tag schon gemeldet, danach den Tag. Ich habe den Verlauf nicht mehr, aber du hast jeden Tag hast du dich gemeldet und das fand ich Hammer. Immer berichtet, weißt du, so hatte ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt, das Auto wäre nicht weg, weißt du, das wäre immer bei mir so. Und da muss ich dir Lob aussprechen, ehrlich. Ja, dass du es drauf hast, da brauchen wir überhaupt nicht reden, aber dass du dann echt noch so suchst und dann mehr um die Uhrzeit. Bruder, ehrlich. Ja, ich sehe auch eigentlich mal zu, dass man ein bisschen Rückmeldung bekommt. Ja, das ist wichtig. Ich bin auch so. Ich finde es genauso. Weißt du, weil es ist ja wichtig. Weil bei mir ist das so, wenn ich ein Auto habe, ich liebe mein Auto. Und das will ich nicht jedem abgeben. Ja, das ist ja bei jedem so. Ja, wenn du dein eigenes Auto so dermaßen liebst, dann würdest du niemals einen abgeben, mit dem du nicht vertrauen würdest. Verstehst du? Ja, und wenn du den schon abgibst, wenn du den schon abgibst, möchtest du ja nach 2-3 Tagen wissen, was Sache ist. Aber du hast jeden Tag, hatte ich von dir 5 Nachrichten gehabt. Und das fand ich schon echt geil. Da muss ich echt mal Props geben. So, das Rohr haben wir jetzt aber nur als Testzwecke reingemacht, wenn wir schon da sind. Ja. Das wird natürlich nicht so bleiben. Da kommt neue Ladeluftkühler rein. Mit den, hast du ja auch gesagt, Jonas, alle Schläuche ran, neue Schläuche rein. Am besten 66 mm. Genau, also zum Thema Ladeluft haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Es gab da zwei Probleme, das heißt, eins war noch kein Problem. Wir haben jetzt hier 50 mm Rohr. Ja. Das wird auch wahrscheinlich funktionieren, aber es wird schon eng. Also, ich empfehle eher schon 60 mm Rohr. Mach ich. Und das nächste, was auch oft falsch gemacht wird, dass die Rohre einfach glatt und dann ein Schlauch drauf und dann eine Schlauchstelle drum gemacht wird. Dann hat man ein glattes Rohr, was genau. Hat, ja, genau. Dann fliegt der Ladeschlauch halt relativ schnell ab. Das ist ja auch passiert. Man kann das relativ leicht, indem man einfach kleine Schweißpunkte oder sowas in der Art draufsetzt, dann hat man eigentlich schon eine relativ günstige Lösung, die auch hält. Dann, ja. Dann kann der Schlauch nicht so einfach halt abrutschen. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich, wir haben jetzt natürlich keine volle Abstimmung, weil du hast gesagt, Jonas, du machst das noch.
Was ist das ungefähr, was ich alles noch machen muss, damit wir auf Endstufe gehen? Weil er hat mir nicht verraten, wie viel PS das Ding hat. Er hat ein Diagramm schon gemacht. Echt, ich habe es nicht rausgekriegt. Und jetzt, ich konnte gestern nicht schlafen. Ne? So nebenbei. Ja, also wir haben zwei Messungen gemacht, wir werden sie auch am Schluss verraten, ja. Aber erstmal soll er gerne eine Runde fahren und was dazu sagen. Ich hab das Video gesehen, ich habe auch gesehen, du hast nicht richtig gedrückt. Ne? Du hast dich extra richtig gedrückt. Ja, in dem Video, was ich geschickt hatte, es war kein Vollgas, weil wir da das Problem noch hatten, dass da der Laden abfliegt. Da haben wir uns jetzt eine kleine Lösung für den Übergang zumindest einfallen lassen. Das ist jetzt nichts Professionelles, das ist auch nichts für die Kamera. Ja. Aber es hält jetzt auf jeden Fall erstmal. Bevor jetzt irgendeiner reinkommt und uns nicht kennt, sagt, Alter, was das denn hier, was ist denn mit dir los? Nein, das Rohr, habe ich gesagt, mach das Rohr bitte erstmal rein, damit wir mal sehen. Das ist nur zum Testen. Der kommt natürlich, damit fahren wir auch nicht lange, der kommt direkt in die Werkstatt und da wird das alles sofort umgebaut. Wir fahren jetzt nur einmal zum Testen gleich. So. Das ist nur nochmal, damit du ein bisschen Motivation sammeln so kannst und weiter so kommen. Ich bin gespannt, Bruder. Ich bin hammer gespannt, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Also wir haben auch ein interessantes Thema, das auch gemacht. Wir haben zwei Messungen gemacht. Einmal mit Ladeluftkühler und einmal ohne Ladeluftkühler, also komplett ohne Ladeluftkühler. Und das heißt keine Ladeluftkühlung, wir haben Zündung zurückgenommen und wir haben trotzdem wesentlich mehr Leistung ohne Ladeluftkühler als mit. Krass. Also das werden wir darauf gehen wir bestimmt nochmal ein, wenn wir den gefahren haben. Ja, ein paar Sachen hast du gesagt, Zündkerzen soll ich ändern. Ich würde auch die neuen Zündspulen direkt reinklatschen von R8. Genau, also die Zündkerzen, da sind jetzt Serienzündkerzen, ja, also mit 6er Wärmewert. Da empfehle ich auch, also das funktioniert. Das Problem dabei ist halt, die führen weniger Wärme ab. Und wenn die halt einmal richtig heiß werden, dann besteht halt einfach die Gefahr, dass die abtropfen. Und wenn die abtropfen, ist der Motor halt relativ schnell Schrott. Wann empfiehlst du diese Zündkerzen den Leuten? Weil ich habe ja sehr viele 1.8T-Fahrer. Wann empfiehlst du das? Das ist ja die Zündkerze von RS4, ne? Weil ja, genau, RS4 hat einen 7er Wärmewert, ja. Die können also ein bisschen mehr Wärme abführen oder führen mehr Wärme ab. Ja. Ab wie viel PS? Würdest du sagen? Ich würde gar nicht mal eine PS-Zahl jetzt nennen, sondern es ist ja auch möglich, jetzt über 300 PS mit Serienverdichtung zu fahren. Ja. Um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, würde ich eigentlich sagen, so ab 300 PS auf jeden Fall spätestens, ja. Aber auch vorher würde ich das eigentlich schon empfehlen. Also ich mache selber auch schon unter 300 PS, aber spätestens ab 300 würde ich das auch besser einsetzen. Also sind die Zündkerzen auch so zu empfehlen? Also wenn auch Serienfahrzeug kannst du machen? Also kann ich zumindest jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe da jetzt keinen Versuch zugemacht, also keinen Vergleich gemacht, wenn man das nicht mit Sicherheit sagen kann. Aber es ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Jetzt mal abgesehen davon, ob wir da jetzt vielleicht 5 PS mehr oder weniger rausbekommen. Es ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Ja, man will ja auch, dass der Motor ein paar Tage läuft und auch mal in Situationen, wo vielleicht im Sommer richtig warme Außentemperatur ist und man vielleicht wesentlich höhere Außentemperaturen, Lufttemperaturen hat als jetzt im Winter oder wann auch immer, ist einfach eine größere Gefahr dann da bei heißeren Temperaturen oder wenn er vielleicht mal abmagert. Also wenn vielleicht die Benzinpumpe mal irgendwann schlapp macht oder was auch immer, oder Benzinfilter zu ist und er halt minimal abmagert, so, dann hat man halt höhere Temperaturen und ja, so fangen die Kerzen halt eher an zu glühen. Ja. Und das empfiehlt sich halt daher immer mit 7er Wärmewert einzusetzen. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist ja das eine, was ich machen werde. Du hast gesagt, Klopfsensor. Soll ich ändern oder erneuern? Klopfregelung, genau, das war ein Thema, die hat nicht funktioniert, die funktioniert jetzt aber wieder. Die funktioniert. Das haben wir in den Griff bekommen. Ja. Das war sonst noch. Also sonst war noch ein interessantes Thema. Sonne. Nee, Sonne. Ich wollte die Vorderachse selber ansprechen. Und zwar hast du jetzt hier noch komplett Serienlager drin, also ist alles Serie. Das funktioniert auch, also man wird mit Sicherheit damit fahren können, aber es fährt sich auf jeden Fall nicht gut. Nein. Das hat den Grund, weil also du hast auch, wenn du jetzt PU-Lager dabei hast, da gibt es ja schon relativ günstig auch welche, ja. Und soll ich die machen? Empfiehlt sich. Ich würde das machen, ja, weil die Vorderräder also sich wesentlich weniger bewegen. Du bekommst einmal mehr Traktion
Und zum anderen, also jetzt gerade mit so viel Leistung auf der Vorderachse. Okay, das finde ich jetzt, davor war das okay, jetzt haben wir glaube ich ein bisschen mehr Leistung. Das fährt sich auf jeden Fall besser. Also, okay, das mache ich dann. Wenn das alles okay. Mit der Vorderachse ein bisschen stabiler ist, ja. Und die Räder da nicht anfangen zu tanzen, ja, dann okay. Fährt sich das auf jeden Fall besser, also wenn man so viel, ja. So viel Leistung. Das kostet, also es gibt da wirklich auch günstige irgendwo bei eBay oder so, die auch funktionieren. Ich weiß nicht, wie lange die halten, aber ich habe die auch schon. Kannst du auch welche raushauen, wenn du sagst, Jonas kauft die. Wenn du jetzt diese Powerflex-Buchsen sind auf jeden Fall. Ja, es gibt aber auch, günstigere, die auch funktionieren. Also. Ja, würde ich reinhauen. Ich sehe sie. Das kostet auf jeden Fall nicht die Welt. Ja, ich bin gespannt. Du hast hier nochmal einen Test gemacht. Das war jetzt nochmal. Ach so, du hast nochmal einmal kontrolliert, genau, dass ich alles dicht ist. Genau. Bevor wir fahren. Ach so, apropos Dichtigkeit, genau. Da hast du noch was Gutes angesprochen. Ja. Und zwar auch ein klassisches Problem, gerade bei 18T. Können wir gleich auch nochmal zeigen. Und zwar habe ich den abgedrückt und die sind schon mal ganz gerne an den Einspritzventilen undicht. Und das ist hier auch der Fall. Ja. Echt? Genau, ja, das solltest du vielleicht auch noch mitmachen, die vielleicht mal neu eindichten. Okay. Werde ich dir auch gleich nochmal zeigen. Okay. Ja, also ich habe da etwa 2 bar Druck drauf gegeben. Und die waren da undicht. Und dann kannst du das schon zwischenhören. Ja. Das ist jetzt natürlich, wäre ganz gut, wenn du das machst. Das Auto fährt auch so, aber wir haben jetzt natürlich den Lehrer und so weiter. Ich, das mache ich. Ich mache die Buchsen neu. Wir haben das jetzt auf diesen undichten, auf dieses undichte Saugrohr oder beziehungsweise an den Einspritzdüsen undicht halt auch den Leerlauf abgestimmt. Ja. Ja. Das heißt also, wenn es jetzt abdicht ist, wird der im Leerlauf wahrscheinlich auch anders laufen. Muss man dann nochmal anpassen beim nächsten Mal. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch eine Aufgabe. Das ist auch ein sehr, sehr häufiges Problem, oder ich behaupte immer. Weil die waren immer hart, ne? Nach der Zeit, die waren richtig hart. Oder? Ja, genau. Ja. Die haben das fast alle, wenn die hier ankommen zum Abstimmen. Also das ist ein bekanntes Problem, deshalb spreche ich es jetzt auch an, weil das ist bestimmt für andere auch noch interessant. Ja, auf jeden Fall. Hau ich mal raus. Tipps sind die immer froh. Wenn du Tipps raushaust, sind die immer froh. Also ich sag euch, sowieso, du bist sowieso mein Mann. Ne, ich werde ja sowieso jetzt irgendwann ein neues Projekt machen. Es geht wieder um 1.8T und da wirst du auch den abstimmen. Ja, das ist. Du bist jetzt safe bei mir immer. Ja, das ist ja immer so. Und man soll immer den. Ich bin ja immer so, ich bin immer bei dem gleichen Friseur, sag ich mal. Und wenn er auch nur einmal meine Haare schlecht schneidet, will ich nicht sofort weg, weißt du? Dann sage ich, okay, der hat mal einen schlechten Tag gehabt, ist in Ordnung. Dann bin ich trotzdem da. Weißt du? Treuer Kunde. Treuer Kunde. Und so ist das. Und bei dir ist es auch so, Bruder. Weil es geht nicht manchmal, was du zauberst, ne? Weil das kann auch nicht jeder. Aber. Es geht mir darum, wie du mich menschlich behandelt hast. Das war für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, immer mit dir. Weil das macht nicht immer. Ehrlich, das ist, ich liebe sowas. Weil ich liebe Leute, weil du hast ja da ey, wer schraubt denn bis 1 Uhr morgens? Und dann 1 Uhr morgens noch schrauben ist okay, aber immer noch die Kraft haben, mir noch eine Nachricht zu schicken, wo du noch halbwegs umfällst oder noch am Einschlafen warst, keine Ahnung. Und mich immer noch an mich denkst und sagst, ey, dem muss ich heute was berichten. Das fand ich schon mal sehr, sehr positiv. Und das war schon für mich Hammer. Ehrlich, okay. Es geht jetzt nur nicht um die Arbeit. Die Arbeit werde ich gleich sehen. Und dann wirst du ja meine Live-Reaktion sehen. Ist ja eh noch kein Endergebnis. Es ist aber kein Endergebnis, das ist Zwischenstand. Genau, das sollen auch die Leute wissen. Es ist kein Endergebnis. Es ist auch mehr oder weniger zum Einfahren gedacht. Ne? Wir wollen noch nicht Endstufe. Aber das, was ich gesehen habe, das war schon krass. Wir haben darüber noch letzte Nacht gesprochen. Yes. 1 Uhr morgens, das weiß ich. 1 Uhr morgens. Wo wir am Drive-In standen. Hat er mir nur gesagt, wir konnten, also heute wird er nicht schlafen können. Ich werde nicht schlafen können. Hat er gestern noch gesagt. Ja, ich weiß nicht und ich habe nur letztes überlegt. Wegen deinem Video. Hast du und gesagt. Du, es ist auch krass, wie viele Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, mit dir beste Entscheidung. So, du bist echt bekannt in der Szene. Das wusste ich gar nicht. Ja, also, jetzt danach so bekannt ist, weil viele nach dem Video haben sich bei mir gemeldet und gesagt, Jonas, beste Wahl. Aber ich muss dazu auch sagen, was mich auch erstaunt hat, also bei mir haben sich danach auch Kunden gemeldet, also die vorher schon Kunde waren, aber nicht unbedingt hier aus der Region, sondern aus der Schweiz, aus Süddeutschland, also es hat anscheinend eine Reichweite. Ja, also. Nee, du hast, also ich muss sagen, also es ist nicht Leute, also es sind keine Leute, die jetzt wie ich, einmal 1.8T umgebaut haben und dich gefunden haben. Nein, es sind Leute, die machen das hauptberuflich. Die haben zu mir gesagt, also ne, ich will jetzt die Namen nicht nennen, weil die auch mit anderen arbeiten, aber die haben zu mir gesagt, mit dir beste Wahl. Also ganz ehrlich, das haben ja, zu mir sehr, also das waren nicht ein, zwei Leute, das waren echt mehrere Leute und die sind
die sind in der Szene bekannt. Und die fahren nicht mit 300, 400 PS, die fahren mit viel, viel mehr. Und die haben gesagt, beste Wahl, was du gemacht hast. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Also nee, das ja auch nicht jeden Tag. Das sage ich auch gerne. Ne? Also wer das mir gibt, ein Feedback, das gebe ich gerne weiter. Weil, wie gesagt, ich habe ja gesehen, was du gemacht hast. Und Jungs, ich mache auch gerne Werbung dafür. Ehrlich. Weil es ist, egal wie gut du bist, egal, ne, das Menschliche fehlt manchmal. Und wenn ich das sehe, dass du menschlich so auf der Endstufe bist und mich immer so berichtet hast und viel, viel mehr gemacht hast, Jungs, er hat so viel gemacht an dem Auto, da waren noch Sachen, die er gar nicht gesagt hat, die er verbessert hat, mich jetzt hier nicht blöd hier darzustellen. Ganz ehrlich, er hat viele Sachen gemacht bei mir und das hat halt für nichts, also der wollte nicht mal dafür Geld haben, also nur für die Sachen verbessern. Und der hat mir einen Preis dann gesagt, da sage ich, ey Bruder, ich bin umgefallen. Ich habe gesagt, krass, Respekt, danke. Ja, also du bist nur nicht menschlich, du bist auch preislich sehr, sehr gut. Zu günstig anscheinend. Nein, ja. Sonst nörgeln ja alle immer, ist so teuer. Nein, weil, Bruder, wir hatten einen Preis ausgemacht und es ging nur um die Software. Natürlich hast du gesagt, wenn da jetzt ein paar Wehwehchen sind, dann mache ich dir das. Das ist ja kein Problem. Aber du bist 1,5 Wochen, hast du erstmal da gemacht, um mir noch so einen Preis zu nennen. Krass. Dankeschön. Ja? Kein Problem. Und da muss ich echt erstmal meine Liebeserklärung abgeben. Nein, gut. Sophie, ich möchte jetzt fahren mit dir. Kriegen wir den jetzt einmal gefahren? Genau. Du sitzt dich jetzt daneben und. Wir fahren nochmal eine Runde. Ich habe den ganzen Kram mal noch eingebaut gelassen, sodass wir. Ja, am besten gleich nochmal alles im Blick haben, weil wir zwar keinen Ladeluftkühler drin haben. Aber können wir mal eine Runde fahren und kannst mal ein bisschen ausprobieren. Bruder, du glaubst gar nicht, ich zitter schon. Als würde ich zu einer Prüfung gehen. Kennst du das? Wenn du zu einer Prüfung gehst, du zitterst so. Ja, ich war nie der Mensch, der Angst vor Prüfungen hatte. Ich bin so. Egal wie man lernt, du gehst immer so mit Anspannung dahin oder du zitterst ganz kurz. Ich bin gerade so. Ich bin voll aufgeregt, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht erklären. Das ist ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Reaktion. Das bin ich auch. Weil ich denke, er läuft auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher. Vorher war für meinen Geschmack eine Katastrophe. Der hat ja angefangen zu stottern und genau. Der Leerlauf war. Genau. Eine Frage von Marmot. Machst du Dieselfahrzeuge gewisse Sachen deaktivieren? Du weißt schon, was ich meine. Es ist eine Frage von einem Abonnenten, sollte ich dir stellen. Ja, das ist eine Geschichte, die ich jetzt hier nicht beantworten will. Okay. Also wenn er Interesse daran hat, kann er soll sich mal hier melden. Ja. So, Marmot, einmal hier bei Media melden. Ne? Weißt Bescheid, die Nummer schicke ich dir. Genau, einfach melden, dann können wir mal rausfinden, was er also, sofort. Wenn du bei Media bist, frag ihn das. Er hat mir das bestimmt schon eine Woche ganze Zeit gesagt. Ein Wunder, der weiß, dass ich heute nicht zu dir komme. Er hat mich heute nicht angerufen. So. Gibt immer irgendeine Lösung für irgendwas. Also wie hier, wir haben echt jetzt lange gequatscht. Zu lange. Komm, egal. Fahren. Lass es fahren. Komm, Bruder. Komm. Alles klar. Jetzt beschleunige ich. Ja, was ist das, Bruder? Das ist ja hammergeil. Low Boost. Das ist Low Boost. Das ist eigentlich nichts. Krank. Bruder, mit dem dritten Gang dreht er schon durch.